Moin Leute, willkommen zurück zu The Crew 2. Ich habe mir heute einfach mal gedacht, wir brauchen ein cooles Fahrzeug, mit dem wir mit der Familie mal verreisen können. Und ich habe mir hier was besorgt. War gar nicht mal so billig, Leute. Über 100.000 Dollar habe ich bezahlt und ich krieg schon einen Rabatt. Ja, seid gespannt. Das ist es. Ein VW Touareg. Geil, oder? Also ich bin echt, also ich habe es glaube ich im ersten, wo ich zum ersten Mal so Crew gezockt, habe ich das Auto gesehen und ich fand es einfach direkt krass, dass so ein Wagen hier drin ist, weißt du, also so komplett sinnfrei eigentlich, ne? Da würdest du niemals auf der Rennstrecke fahren, aber mit der, für eine Familie, so ein Ausflug hier, so ein V8 TDI, warum nicht, ja, und wir tun ihn jetzt einfach mal auf, wie gesagt, ich habe 111.000 dafür bezahlt, werde ich euch mal eben einblenden und ja, wir gucken einfach mal, was man jetzt hier so dran machen können. Ich vermute mal, es wird jetzt hier nicht viel geben, aber wir gucken uns dann auf jeden Fall an, Leute. So, wie könnt ihr das am besten sehen? So ist doch ganz gut, ne? Oder? So? Ja, machen wir so. So, zwei Motorhauben. Einmal aus Carbon. Nee. Ist zwar geil so, dass es das gibt, aber das können wir auf jeden Fall nicht bringen. Das geht nicht. So, Frontstoßfänger. Ich muss mich mal... Tut mir leid. Also, ich drehe mich wahrscheinlich immer falsch. So, ich muss mich immer so angewöhnen. Ach du Scheiße, das gibt's ja auch mit Carbon oder was? So ein 0815 Tuning. Geil, Mann. Was hat sich denn jetzt schon wieder geändert? Ach so. Ah, lol. Also einmal Chrom. Oben in Carbon, unten in Carbon und jetzt wahrscheinlich oben unten. Ja, wer hätte es gedacht? Das geht aber eigentlich, ne? Obwohl ich Chrom eigentlich finde, eigentlich schon ganz geil in Chrom, muss ich sagen. Was ist jetzt hier wieder anders? Ah. Ah, das ist aber typisch VW, Leute. Guck mal, unten das Teil, also unten die Schürze, wie nennt man das? Ja, die Lippe, ja, genau. Die ist ja unlackiert. Ist meistens so bei VW, dass so manche Teile unlackiert sind. Du musst für viele Sachen echt einen Aufpreis bezahlen. Und hier haben wir jetzt einfach ein lackiertes Teil unten, ja. Und jetzt haben wir auch wieder oben Carbon, unten Carbon. Nee, doch nicht. Okay, wie ist es anders? Ach, wir haben oben und unten an der Lippe noch mit Carbon. Oh, auch nicht schlecht. Ah ja, jetzt haben wir zum ersten Mal andere Lampen in schwarz, beziehungsweise ist das auch Carbon? Ja, doch. Ach so, ja, doch, ja, okay, okay. Geil. Jetzt haben wir die Lippe unten noch mit Carbon. Also es ändert sich nicht viel, aber ich finde es echt nicht schlecht. Ja, was machen wir denn jetzt? Nee, wir lassen den so. Wir machen hier unten so ein bisschen Carbon auf ganz dezent, wisst ihr? So ganz dezent. Scheiße, ich hätte das vielleicht kaufen sollen. Was kostet das hier? Ah, Tausender für ein bisschen Carbon geht doch klar, oder? So, Felgen. Da wühle ich mich gleich mal durch. Wir gucken erstmal weiter. Bremssättel machen wir, glaube ich, mal ganz klassisch. Oder sollen wir so ein bisschen Tuner-mäßig auf rot machen? Ja, wir machen mal so rot. Wir machen das einfach mal. Wir gucken mal, wie das am Ende aussehen wird. So, Spiegel gibt es wahrscheinlich in Carbon. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Möchte ich aber nicht. Heckspoiler, da haben wir schon so eine kleine Abrisskante, ist ja üblich. Die kann man sich auch noch mal in Carbon holen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir kaufen das mal und dann gucken wir nochmal, wie das später aussieht. So. Stoßfinger, aha. Also Standard, erstmal unlackiert. VW typisch. Dann haben wir das Ganze in Carbon. Jetzt haben wir da unten, den am Auspuff so ein bisschen. Komisch. Das war dann aber auch schon. Ein Carbon-Auspuff. Achso, und der wie nennt man das denn? Der Kofferraum-Lackschutz ist jetzt hier auch in Carbon statt in Chrom. Ach komm, wisst ihr was? Wir machen das jetzt nochmal ganz anders hier alles. Wir machen das nochmal jetzt hier ganz anders. Wir machen das hier in Carbon hinten. Das Dingen. Oder sieht das scheiße aus? Ach komm, nee. Wir machen das jetzt einfach. Zack, zack. So. Innenraum. Wir machen das nochmal von vorne. So, Motorhaube. Die lasse ich wirklich mal, weil das ist echt ein bisschen zu viel. So, und hier gucken wir jetzt nochmal ganz kurz. Wir wollen ja auch schwarze Lampen haben am besten. So, Full Carbon. Zack, zack. Felgen, gucke ich wie gesagt gleich. Außenspiegel, auch Carbon. Wir nehmen das komplette Carbon-Paket bei dem Auto hier mit, ja. So, Heckstoßfänger haben wir schon. Mehr Carbon geht nicht, ne? Wobei, wir können auch so, das so ein auf dezent Carbon. Ne, das sieht scheiße aus am Ende. So, Innenraum ist standesgemäß schwarz und, och ne, Leute. Da ist ja Holz noch drin. Bah.
Also aber hier, wer hat das denn ausgestattet? So ein Opa oder was? Jo, Augenkrebs kommt. Nee, das muss auf jeden Fall auch schwarz sein. Ist ja ganz logisch. Wohnt ja so eine Familienkarre mit ein bisschen Geld, ne? Warte mal, wenn ich jetzt schwarz auswähle, kann ich jetzt hier nichts weiter ändern im Innenraum. Was, euer Ernst? Dann machen wir Folgendes. Wir machen rot. Aber nur die Nähte. Könnt ihr das sehen? Ja. Genau, nur die Nähte machen wir rot. Weil dann können wir nämlich auch Innenraummaterial einmal ändern. Ja, komm, wir machen das mal so. Und jetzt, aber jetzt geht's los. Ey, ist das Holz jetzt schon weg? Warte mal. Hat sich das jetzt mit dem Innenraummaterial geändert, oder was? Nee. Ist einfach weg. Keine Ahnung. ja, so, lassen wir mal so. Ja gut, was kann man denn jetzt hier machen? Ein bisschen rauszoomen erstmal. So. Aha. Auch mit Carbon. Schön, schön. Passt auf jeden Fall. Ach, da ist ja das schöne Holz wieder. Ah, wunderbar. Dann gibt es das Ganze noch in Schwarz. Nee, wir machen das auch in Carbon. Ja, wir machen jetzt so eine kleine Carbon-Bumsbude hier. Mit rote Nähte. Ein auf ganz edel. So. Da haben wir das schon. Da ist der Wagen schon fertig. Ich finde es schade, dass ich oben den Dachgepäckträger jetzt nicht wegmachen konnte oder zumindest schwarz machen konnte. So, Außenfarbe. Schwarz. Was, so ein Grau ist aber auch eigentlich pervers, Leute, oder? Das machen wir auf jeden Fall Metallic Dunkelgrau. Das gefällt mir echt gut. Zack, zack. So, jetzt gucke ich nochmal eben nach Felgen. So, der Wagen ist fertig. Werdet ihr gleich nochmal draußen sehen. Jetzt zeige ich nochmal ganz kurz die Werte von dem Fahrzeug. Also, er fährt standardmäßig schon 242 km/h. Und das ist ein Schlachtschiff. Ja, also schon mal ganz geil. Der hat Dinger 340 PS. Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht in Real Life sogar ein bisschen mehr hat. Aber wahrscheinlich dann anscheinend nicht. Ich habe jetzt echt gedacht, der hat mehr. So, ich baue mal eben alles ein. So, kurzerhand mal alles eingebaut, was geht. Und das Ding fährt einfach 360 km/h. Leute, das ist doch nicht. Und der hat nicht viel mehr PS, ne? Der hat ja nur 100 PS mehr oder so. Also ist auf ganz dezent ein bisschen unlogisch, ja. Und 0 auf 100 beschleunigt er in 2,6 Sekunden. Also so schnell wie ein Bugatti Veyron ungefähr. Oder Chiron, meinetwegen, von mir aus. Standard Edition. Ohne aufgetunt, ne? Ja, okay, gut. Dann sollte es so sein. So, und so sieht das gute Stück jetzt hier aus. Kann man sich das nochmal draußen angucken. Ja, ich habe jetzt hier richtig schöne, fette Felgen ausgesucht. Das sind bestimmt so 22 Zöller oder so locker. Also richtig krasse, dicke Dinger. Sieht schon echt heftig aus. Dem übrigens oben habe ich auch durch Zufall jetzt gerade gesehen. Einfach mal ein Panoramadach drin. Den Rest habe ich übrigens oben schwarz gemacht. Fand ich auch irgendwie ganz passend. Auch zu den Felgen und so weiter. Ja, so sieht's aus. Und jetzt können wir auf jeden Fall mal einen schönen Familienausflug machen in den Schnee, würde ich sagen. So, ich habe mir schon mal eine schöne Strecke ausgesucht. Wir haben es übrigens heute den 6. Dezember und es ist gerade 9:30 Uhr morgens. Ich weiß nämlich nicht, wann ich das Video hochladen werde, falls einer fragen sollte, wann hat es denn da geschneit. Ich weiß nicht, ob es jetzt den ganzen Dezember so aussieht. Ich glaube aber eher nicht. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Jetzt können wir uns auch mal hier. Ach, jetzt sogar tagfahrlicht oder was, ne? Ajo. Oder was ist das da? Ich weiß nicht genau. Sieht auf jeden Fall so aus. Ha! So, jetzt hören wir mal, wie der Wagen angeht. Ist schon lecker. Zum V8. Achso, ich muss noch meinen. So, wir fahren Automatik und dann würde ich mal sagen, let's go. Ich hoffe, das taut jetzt hier nicht gleich, ja? Oh, da hinten läuft ein Dreh, guck mal. Ja, habt ihr gesehen? Laufen jetzt hier bloß nicht vor das Auto, Junge. Das Ding schiebt dich weg. Das sag ich dir aber. Einfach mal so ein bisschen auf gemütlich, Leute. Auf ganz gemütlich ein bisschen hier rumcruisen mit euch. Ja, schade. Ich hätte mich jetzt gerne ein bisschen mit euch unterhalten. Aber es geht ja nur um Livestream. Und das ist jetzt eine ganz spontane Aktion, weil ich gerade gesehen habe, dass Schnee draußen liegt. Ja, wahrscheinlich fährt man 100 im vierten Gang, oder? Nein, sparsam. Oh, Freunde, er taut langsam schon. Digga, sieht die Karre aus, ey. Digga, sieht die Karre aus. Ich würde eigentlich mal ein bisschen von innen so fahren, ja, für das Feeling so ein bisschen, ne? Oh, hier ganz ruhig. Ganz entspannt. So, ich muss noch ein bisschen mit dem Hoch- und Runterschalten üben. Oh, in der Kurve überholen ist aber.
Oh, das Ding zwiebelt aber ganz schön ab hier, Freunde. Laden mal ein bisschen durch. Oh, rutschig. Wir haben Allrad am Start, das läuft. Guck mal, ist schön. Was ich ehrlich gesagt, was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass man die Cockpit-Ansicht ein bisschen anpassen kann, ja. Das heißt, dass man vielleicht ein bisschen weiter rauszoomen kann oder so, weil in Real Life seht ihr ein bisschen mehr vom Lenkrad, wenn wir ehrlich sind. Und zum Beispiel in Gran Turismo, da kann man einfach so ein bisschen rauszoomen, sag ich mal. Mann, verpiss dich hier. Hör mal. Hat meine Familie hier im Auto, Junge. Er fährt mir einfach rein. Also ihr müsst wirklich mal auf die Geschwindigkeit achten, ne? Das ist schon krass. So, der Papa lädt mal durch hier jetzt. Oh, wir müssen hier links, Leute. Wir müssen hier links. Ja, ich habe nämlich, wie gesagt, eine schöne Strecke ausgesucht schon. Aber Blinker brauchen wir nicht. Wir fahren hier ein bisschen Serpentinen. Ich finde es echt schön, mal so ein bisschen einfach chillig zu fahren. Bisschen am Real Life. Moment mal. Bisschen mehr Real Life. Ich habe jetzt mal den ganzen, den ganze Interface mal ausgeschaltet. Wenn jetzt da unten noch diese scheiß Follower-Kacke da weggehen würde, wäre es geil. Wir brauchen das gar nicht, ja? Weil wir haben ja hier ein Tacho im Auto. Ich denke mal, solange wir jetzt einfach hier so ein bisschen Speedlimit 50, ja, doppelt so schnell, gar kein Problem. Wenn wir so ein bisschen in den Cockpit an sich fahren, können wir auch, denke ich mal, das Interface einfach mal auslassen. Oh! Das ist schon rutschig, man merkt das. Aber wir haben Allrad, lässt sich ganz gut kontrollieren. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er Allrad hat, oder? Müsste eigentlich. Guck mal, hier schon wieder einer vor der Flinte gelaufen fast. So, jetzt fehlt nur noch so eine nervige Tochter hinten drin, die ganze Zeit fragt, Papa, wann sind wir denn endlich da? Oh. Ja. Da war das Straßenschild. Auch ganz geil so, mit dem Panoramadach. Ich finde wirklich, das ist echt eine geile Sache hier. Vielleicht eine kleine Real-Life-Story am Rande. Es erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit hier gerade, ehrlich gesagt. Weil mein Papa mit uns auch immer früher, als ich noch klein war, in die Berge gefahren ist, nach Österreich. Und da sind wir auch tatsächlich so, da gibt es so eine Strecke, so fährst du auch so Serpentinen, so einen Berg hoch. Auch ganz ganz bekannter Berg, wo man auch, glaube ich, Skifahren kann und sowas alles. Aber frag mich nicht, wie das heißt. Ich habe das vergessen, keine Ahnung. Und der ist da auch immer so hochgeheizt, wisst ihr? War da zwar kein Touareg, sondern ein VW Touran zu der Zeit. Aber ja. So, guck mal, hier sind wir schon angekommen. Moin. Was geht, Leute? Ach, guck mal, schade, hat Navi übrigens gar nicht funktioniert, ne? Können wir ein bisschen Musik anmachen? Einfach mal so ein bisschen random Musik nebenbei. Passt jetzt zwar nicht so gut hierzu, aber Weihnachtsmusik gibt's, glaube ich, nicht. Ach, der Schnee ist leider schon wieder weg. Oh, hier ist ein Bär. Hier ist ein Bär. Guck mal hier. Kinder, wollt ihr aussteigen? Oh, gucken. Ach, du Scheiße. Ja gut, das haben wir jetzt mal gefällt, das Ding. Auch kein Thema. Da war noch ein Hirsch oder sowas. Guck mal, jetzt können wir ein bisschen durchladen. Ohne wegzurutschen. Schade.
Hätte ich mal nicht so viel Zeit mit dem Tuning verbracht, dann, naja, wäre noch ein bisschen Schnee da, aber was soll's. Also in dem Berg, wo wir gerade sind, liegt generell überall Schnee, aber auf der Straße leider nicht mehr, ja. Also ich fände wirklich geil, wenn sie das machen würden, dass vielleicht zumindest so um die Weihnachtszeit herum, eine Woche von mir aus nur, wäre schon geil, dass da um die Zeit herum einfach dauerhaft Schnee liegen würde in dem Spiel. Das wäre echt nice. Also ich glaube, der Schnee, der war jetzt eine Stunde oder eine halbe Stunde vielleicht hier in dem Spiel. Länger nicht. Ist ja schade. Oh, 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 oh. Aber jetzt fahren wir Serpentin wieder runter hier. Ach du Scheiße. Halt mal ganz kurz rechts an. Und gehen nochmal in die Außenansicht. Machen wir nochmal ein bisschen so weiter. Automatik habe ich jetzt ausgeschaltet. Automatik habe ich jetzt wieder angeschaltet. So. Finde ich schon krass, wie so ein Touareg hier abgeht in dem Spiel, ja. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das Ding 360 fahren kann. Ist natürlich, nicht das beste Auto für Street Race, ist klar. Aber ist einfach mega lustig. Ich finde es richtig geil. Gute Bremsen hat er auf jeden Fall. Na, leicht in den Drift gekommen, die. Die Bude. Das schwankt hier auch so, ne? Ey, 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 Bruder. Ich nehme dich mit, Kollege. Es war kein Problem immer. Wir haben heute Abend was auf dem Tisch. Ja, muss ja auch irgendwas gegessen werden hier. Die legen echt drauf an, die Viecher, ne? Wow, 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 wow. Ja, die Beifahrer tun mir auf jeden Fall mal leid. Ist ja noch die Familie, die kann er verkraften. So, vielleicht kommt hier gleich nochmal irgendwo eine Gerade. Dann können wir da nochmal durchladen. Der zieht schon, also wenn man nicht gerade in die Kurve fährt, zieht er schon echt durch. Ich habe ein kleines Problem, weil die Minikarte ist aus. Ich weiß jetzt nie, ob hier jetzt gleich eine Rechts- oder Linkskurve kommt oder ob da überhaupt eine Kurve kommt. Dafür fahre ich eigentlich ganz gut. Ui! Driften mit Allrad ist möglich, Freunde. Ist möglich. Auch mit 3 Tonnen. Ah, Unfall. Ah! Scheiße. Nimm ja alles mit. Aber ich wollte mal ein bisschen versuchen, auf der rechten Spur zu bleiben. Ja, so ein bisschen realistisch. Das ist aber nicht ganz so einfach. Aber wir fahren ja auch Geschwindigkeiten. Da ich glaube, kein Mensch würde die Kurve hier mit 130 km/h nehmen. So, jetzt. Also von... Oh, fast die 300. Oh mein Gott, 300 km/h. 300 km/h geschafft mit einem Touareg. Alter, von weiter. Fahren wir geradeaus weiter hier. Ich dachte jetzt hier unten wäre eine Autobahn, aber da ist ja ein See. Huch. Schön, also es ist eine richtig geile Umgebung. Hätte jetzt hier im Schnee natürlich geiler ausgesehen. Tut mir wirklich leid jetzt. Schade. Richtig schön. Das macht hier richtig Fun. So, jetzt wisst ihr auch ungefähr, worauf wir sind hier bei dem Freestyle-Moped. Und ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal eine Runde Skifahren. So Leute, nee, wir gehen nicht Skifahren mit dem Skier, nee, wir gehen Skifahren mit dem Auto hier.
Ich frage mich immer, warum dreht das vordere Rad denn nicht durch? Naja. Guck mal, hier kann man richtig schön mit dem Auto ein bisschen Ski fahren, wer das gerne mal machen möchte. Hier geht's los. Let's go. Alter, wie viele Viecher laufen denn hier rum? Oh, scheiße. Komm schon, Allrad, du kannst das. Ich weiß das. Ja. So ein paar Pylonen würden jetzt hier noch fehlen, wa? Geil, Mann. So fährt man richtig in Skiurlaub, Leute. Merkt euch das. Könnt ihr gerne auch mal zu Hause nachmachen. Also in Real Life natürlich. Ja. Guck mal, der Schnee lässt ein bisschen hier nach. Ah, oh, schade. Ja, jetzt das wartet jetzt wieder mit dem Schnee hier. So, da wahrscheinlich jeder wissen will, ob das Ding hier auch wirklich die 360 km/h knacken kann. Also ich wäre schon zufrieden, wenn er 29 schafft. Gucken wir einfach mal. Schön die Reifen schon mal aufwärmen. Und dann, let's go, Digga. Oh, guck mal, der Rote, der geht ab. Der Junge geht ja ab. Lol. Als ob der 180 fahren kann mit der Kackbude da. Glaube ich ja wohl nicht. Wollen wir erstmal ein bisschen aufpassen. Die Gerade kommt noch. Ja gut, das war dann wieder mit dem Aufpassen. Leute, mal ehrlich, für ein Touareg ist das schon krass. So, let's go. Oh, bitte nicht so viel Verkehr. Bitte, 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 kein Unfall. 350? Er hat schon 350 drauf. Digga. Was geht hier ab? Ja, weiter, 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 weiter. Komm, wir schaffen das. Wir schaffen die 360 jetzt noch. 360. Wie viel kann er noch? Wir brauchen noch ein bisschen Nitro. Wir sammeln mal, ne? Aber geht noch weiter, ne? 365. Bruder. Warte, hinter dem Berg machen wir erstmal Nitro wieder. Holy. 380 fast. Komm, Nitro, füll dich auf, füll dich auf. Wir wollen die 380 sehen. Aber man sieht, man verliert hier wieder Geschwindigkeit auf der Strecke, ne? Also Sandwüste ist schon ganz geil, aber man verliert hier ein bisschen Geschwindigkeit wegen dem Untergrund. Jawohl, Jawolski, Jawolski, der schafft die 390 fast noch. Ach du Scheiße. Oh, die Map ist jetzt zu Ende, die Strecke... Scheiße. Naja. Wir haben auf jeden Fall mehr geschafft, als ich jemals gedacht hätte. VW Touareg V8 TDI. Ganz entspannte, fast 390 km/h. Ich glaube, den Wagen kaufe ich mir auch in Real Life. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach mal so eine Folge zwischendurch. Macht's gut dort rein. Euer Zocker. Bis dann.